Wer wohnt in Ananas? Ganz tief im Meer. Spongebob! Help me! Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Wir haben einen Gast auf diesem Kanal. Ganz viele haben schon nach dir gefragt. Ja. Beim Spooktober-Countdown. Ich habe sie mir ein bisschen später aufgehoben. Weil wir haben etwas ganz Besonderes vor. Wir haben was ganz Besonderes vor. Also ohne Witz, was richtig Besonderes. Ich bin so froh, dass du hierher gekommen bist, weil das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich zu dir hätte kommen müssen. Das wäre einfach nicht gegangen. Also meine absolute liebste Kindheitserinnerung war immer, wie ich SpongeBob geschaut habe. Und ich liebe SpongeBob über alles. Und dann hat Ellie einfach wirklich vorgeschlagen, die fucking Ananas von SpongeBob zu machen. Und ich bin seit Tagen so hyped. Ja, wir wollten zuerst eine Ananas kaufen, das oben abschneiden, wir haben den Kopf setzen. Aber das machen wir nicht. Aber wir haben ganz viele andere Sachen vorbereitet und deswegen würde ich sagen, wir legen einfach los. Yeah! In 4 Stunden sehe ich wahrscheinlich aus wie eine Ananas. Du hast halt so viele Haare. Ist das eigentlich so eine Socke? So eine Einwegsocke? Aus Nein, dem Schulladen? Das ist eine Wigcap, aber sieht ein bisschen aus wie eine Einwegsocke. Ich schwöre, oder? Was meint ihr? Wie so ein Spermium irgendwie. Ich habe eine wunderbare Glatzenkappe. Mhm. Bist du schon bereit für die Latexglatze? Die stinkt. Es wird noch viel schlimmer. Guck mal, wie klein dein Kopf gerade aussieht. Oh, Baby. Ja, bei mir besteht sonst eigentlich irgendwie nur alles aus Haar. Meine Haare wechseln dann sich komisch aus. Sitz, Bass, Wackel, Donut, Luft. Ich kann dich nicht hören. Es ist schwer zu akzeptieren, dass man einen Hörverlust hat. Das ist wie so ein Eyebrow-Lifting irgendwie. Ja, ich werde sie dir erstmal festkleben. Mhm. Guck mal, da ist so ein kleines. Wie Leben. So ein Reservoir beim Kondom. Ja. Wir machen dich aber zum Kondom. Ich habe jetzt immer das Bedürfnis, so zu machen bei dir. So, ich klappe jetzt erstmal alles wieder so ein bisschen hoch. Ich komme so ein paar Haare raus. Kann wieder hören. Ich kann es hören. Okay, ich lasse es mal kurz antrocknen ein bisschen. Währenddessen erzählst du uns mal kurz, was dein Lieblingscharakter war bei SpongeBob. SpongeBob. Warum? Weil er gelb war und quadratisch. Rechtlich. Nur deswegen? Ja. Nur deswegen? Mhm. Sie hat auf jeden Fall sehr hohe Ansprüche. Dieses Eyebrow-Lifting ist schon lit, oder? Aber wenn ich jetzt meine Haare auch wegmachen würde, dann wäre es voll interessant zu sehen, ob wir ähnlich aussehen. Ja, aber ich meine Augenbrauen muss ich ja dann auch so machen jetzt. Sehen wir denn gleich aus? Muss mitmachen. Ich höre nicht mehr so gut. Oh. Ah, das ist eine Tasse. Da steht drauf Crazy Cat Lady. Mhm. Man hätte auch einfach meinen Namen draufschreiben können. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen Vaseline auf die Augenbrauen gemacht, einfach um die schon mal ein bisschen zu sichern, denn wir werden jetzt mit Latex anfangen. Mhm. Ey, freust du dich? Ey. Dafür brauchen wir erstmal ein Wattepad. Oh. Weil ich das dir hier so drüber legen werde, damit es halt safe ist, damit du... Was ist hier ein Mord? Pirate Makeup Tutorial. Vielleicht sollte ich doch keinen Kaffee trinken um 21 Uhr, wenn ich um 6 Uhr schon wieder fertig gestylt aus dem Haus gehe. Ich kann jetzt erstmal nur mich auf das eine konzentrieren, damit du so lange wie möglich das andere noch hast. Aber ich werde das andere auch bald machen müssen. Es tut mir sehr leid. Kein Problem. Okay, es geht jetzt los mit Latex, weil das ist dann offensichtlich nicht mit deiner Haut verbunden gerade. Also wenn du das jetzt ein bisschen offen hast, mach es am besten zu, weil das kann ein bisschen... Ja, das Auge irritieren. Das heißt, die einzige Aufgabe von mir für den Rest des Videos ist, einfach da zu sitzen mit geschlossenen Augen. Wow! Mir ab und zu meine Frage. Und dafür habe ich studiert. Ich fange jetzt mal an, Kosmetiktücher da drüber zu legen. Also als Verbindungselement zwischen Latex und Nicht-Latex. Oh, ich habe einen Wunschbeitrag für dieses Video. Okay. Kannst du bitte einmal ein Foto einblenden, wie eine Ananas wächst? Danke. Ja, Julia hat gerade erst rausgefunden, wie eine Ananas wächst. Ich übrigens auch, ich wusste es auch nicht. So wächst eine Ananas. Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen. Sieht irgendwie aus wie so eine Blüte, die aus einer Blume wächst. Ich finde es einfach nur hart gefotoshoppt aus. Es sieht komplett fake aus. Ich habe das locker gestern Nacht eine Stunde lang gegoogelt. Ja. Ich habe mir so Timelapse-Videos angeguckt. Echt? Das war so geil, ja, boah. Also kannst du confirmen, und dann habe ich sie Jonas geschickt. Ich habe ja ganz viele Kommentare bekommen, dass die Spooktober-Countdown-Looks irgendwie nicht so spannend sind. Das liegt halt auch daran, dass ich nicht zu Hause bin meistens. Die meisten Leute haben auch ein Zeitlimit. Das heißt, um 17 Uhr muss ich weg. Ich habe 3 Stunden Zeit. Wisst ihr, was ich hier als Zeitlimit gesetzt habe? 5 fucking Tage! Also jetzt bin ich komplett entspannt.
Deswegen glaube ich auch, dass das sehr cool wird. Also ich finde, es sieht schon mal ganz toll aus. Warum haben wir hier so eine Delle? Das weiß ich nicht. Muss ich kurz nachdenken. Eigentlich müsste ich halt jetzt dein zweites Auge machen langsam. Okay. Es ist okay für dich. Ja. Und der Trick daran ist jetzt, dass du ja durchsehen können wirst. Bin mir zwar noch unsicher, ob ich es nutzen werde, aber für ab und zu. Doch, wenn du aufs Klo gehen musst oder so, ist gut, dass du durchsehen kannst. Ich war vorher schon auf Toilette. Ja, vielleicht musst du nochmal. Ich war vorher auf Toilette. Und das war es auch schon. Aber ich habe voll nachgedacht. Ich habe ja dieses Fenster gemacht. Und es kommt ja hier hin ungefähr, ne? Ich möchte, dass das hellblau ist. Das heißt, wir werden erstmal dein Auge hellblau anmalen. Mit diesem wunderbaren Hellblau. Ich glaube, das passt ganz gut. Wenn hier jemand in die Kommentare schreibt, ich würde die ganze Zeit so gammelig gucken oder genervt oder so, dann, nee, ich reiß mich zusammen. Okay. Macht das jetzt relativ viele, wo man eigentlich nichts davon sehen wird, aber... Oh, wow. Das ist der fertige Make-up-Look, liebe Freunde. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich werde jetzt kleben. So, mach mal ganz vorsichtig ein Auge auf. Mhm. Und sag mal, ob du da auch von der einen Seite aus durchgucken kannst. Mhm. Ich frage mich die ganze Zeit, falls jetzt ein Notfall passiert. Und dann die Polizei kommt. Was denken und die dann sich? Dann stehe ich hier als Ananas. Dicke Hallo. Okay, perfekt. Wunderschön. Dann können wir jetzt eigentlich auch schon anfangen, genau das gleiche wieder zu machen. Übrigens hast du den Spiegel. Genau ins Latex. Du kannst ja jetzt aber nicht böse sein. Nein, bin ich auch nicht. Das ist gar kein Problem. Ich ziehe das nachher einfach wieder ab, aber es ist einfach lustig. Ich glaube, ich sehe aus wie eine ziemlich gelangweilte Ananas. Noch siehst du auf jeden Fall nicht mal aus wie eine Ananas. Stimmt. Das ist so geil. Das sieht aus wie ein Auge. Ich merke, ich verliere irgendwie mit der Zeit so ein bisschen das Gefühl für Raum und Zeit und Gleichgewicht und... Okay, wir lassen es mal kurz trocknen, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe echt ein bisschen so ein Wahrnehmungsgefühl verloren, muss ich sagen. Ich lebe gerade in einer eigenen Welt. Das ist schön. Meiner Ananas schon. Ja, du siehst sie schon vor dir. Also ich habe jetzt auch tatsächlich die Augen zu, weil ich Kopfschmerzen bekomme, wenn ich irgendwie mit einem Auge die ganze Zeit gucke. Ja. Und deswegen... Werde ich das Auge jetzt im Notfall aufmachen? Wahrscheinlich wird es eine absolute Überraschung werden, wie ich am Ende aussehe. Ich bin schon echt gespannt. Okay, ich würde erstmal kurz dieses bisschen Tape, was hier ist, auch blau anmalen, weil es unter dem Fenster sein wird. Ich hatte gerade eine Idee. Ich hätte es eigentlich ein bisschen noch aufmachen können. Dann hast du sogar ein bisschen mehr Platz zum Gucken. Ja, viel besser. Okay, putz gerade Fenster mit einem Wattestäbchen. Also ich hatte mir überlegt, dass wir die Lippenlinie ein bisschen benutzen. Boah, was ist das? Das stimmt. Aber das ist diese andere Seite. Ja. Ich glaube, ich werde es doch ein bisschen weiter runtersetzen, weil wir einfach ein bisschen mehr Platz, glaube ich, brauchen für die Tür. Das heißt, alles, was über dieser Linie liegt, wird jetzt erstmal so orange und gelb angemalt. Ich freue mich so sehr darauf gerade. Es werden wahrscheinlich noch so richtig lustige Sachen passieren, dass ich so dein... Farbwasser aus Versehen trinke, weil ich denke, das war mein Glas. Es fühlt sich jetzt so richtig kühl und nass an. Echt? Ja, obwohl da eigentlich so eine Schicht dazwischen ist. Irgendwie voll witzig, oder? Mhm. Hi. Hi. Ist ein bisschen eine Wurst. Ich freue mich schon, wenn ich beim Duschen irgendeine Ecke vergesse. Du wirst definitiv irgendeine Ecke vergessen. Schön. Wir sind schon relativ weit, aber... Die Ananas ist ja eigentlich auch nur ein Cartoon, so gesehen. Und ich möchte gerne diese Linie seitlich haben, dass man die trotzdem von vorne sehen wird. Also diese Outline-Linie. Die ist ja braun, so wie ich das sehe. Ja, da sieht man sie schon. Ein bisschen weiter vor zur Sicherheit. Warte, kann ich mal ganz kurz gucken? Klar. Oh, wow. Wie fühlst du dich mit dieser Ananas-Vorlage? Ich finde, es hat schon ein paar Trump-Vibes. Aus irgendeinem Grund, oder? Oh mein Gott! Findest du nicht? Ich werde jetzt mal anskizzieren, diese Linien anskizzieren. Und ich schwöre, wie eine Art Kratzen auf meinem Gesicht. Komm mal bitte nach vorne! Ich gehe jetzt mal in meine Palette und mache jetzt hier vor allem noch mal ein bisschen dunkler und da ein bisschen mehr gelb. Ihr wisst schon, was ich meine. Welches Obst bin ich, Leute? Kann sowas viral gehen? Klar. Kennst du diese Figuren in Autos bei Crashtests? Ja, so sieht es doch ein bisschen aus! Ja. Sieh mich schon wie bei so einem Crash oder so. Das hätte ich jetzt eigentlich machen sollen, bevor ich die Linien vorgezeichnet habe, aber es ist okay. Ich sehe noch ein paar davon. Ich glaube, ich kriege das auf die Reihe. Kennt jemand das Gemälde, der schreit?
Hallo. Stehen wir jetzt alle hier und lachen? Ja. Die Ananas hat noch so kleine Streifen nach unten in jedem Rechteck. Die male ich jetzt. Falls ich mal Bankräuber werde, dann würde ich das so machen. Mhm. Weil ich glaube, dann irritierst du einfach alle so hart. Die trauen sich gar nicht, irgendwas zu sagen. Ja, wenn du so als Ananas da einfach reinkommst. Dann bist du bekannt als der Ananasräuber. Ja, dann bin ganz ich geil. Der Ananasräuber. Wie geil wäre das? Wer ist denn diese sexy Ananas neben mir? Hallo? Ich würde sagen, es ist eigentlich auch schon Zeit, das Fenster mal anzukleben. So an Überfluss hat das nämlich auch noch ein bisschen Schatten. Ich gucke jetzt mal kurz, wo platziere ich denn das zweite? Hier unten irgendwo. Interessant, das bedeutet, dass wir diesen Teil nämlich auch blau malen müssen. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Upsi. Ich habe jetzt mal die Fenster vorbereitet, fertig. Die habe ich übrigens aus Moosgummi gemacht und mit einer kleinen Schicht, wenn man so sehen kann, einer kleinen Schicht Plastik. Auf jeden Fall werden wir das jetzt festkleben. Ich habe Gesichtskleber schon drauf gemacht, trocknet gerade an, deswegen essen wir Chips. Ich hoffe, es ist nicht zu unangenehm. Wenn es abfallen sollte, dann in die Tortilla-Chips-Tüte. Genau. Gar kein Thema, wahrscheinlich esse ich es auch. Der schmeckt aber komisch. Los, mich jetzt mal ein bisschen angucken. Sorry, Leute. Sorry. Oh. Es tut mir leid. Oh, es ist ekelhaft. Oh. Meinst du mir auch ins Nasenloch? Ja, ein bisschen. Bad ist dann nachher für mich reserviert, ja, für eine schöne Dusche. Stellt ihr mich nackt mit Ananas auf? Die Outlines von der Tür. Ich habe gerade die Augen geöffnet. Ist das wahr? Ist das wahr, was ich hier sehe? Ja. Guck mal nach vorne. Hört auf zu lachen. Okay, ich male jetzt die Outlines von der Tür, wenn die sich da mal beruhigt haben da drüben. Boah, das ist voll scheiße. Mit der Kamera. Okay, ich muss jetzt von diesen Linien nochmal zwei machen. Wie schön, da freue ich mich doch. Tschüss. Und so saß die Ananas hier alleine rum. Ich sag's, Leute. Ich wusste von Anfang an, dass irgendwann dieser Moment kommt, wo jeder diesen Raum verlässt und ich einfach alleine hier sitze. Läuft die Kamera überhaupt? Rede ich gerade mit einer Kamera, die aus ist? War die Kamera an? Ja, ist an. Hi, Leute. Ja, immerhin wart ihr jetzt bei mir. Ich hab mal eine Frage. Was ist eigentlich der Sinn des Videos? Dass du eine Ananas wirst. Will deine Kindheitsträume erfüllen. Okay, das Problem ist jetzt, wenn wir nach vorne gucken, dann sieht man die zweite Linie nicht. Das heißt, eigentlich muss ich sie anders setzen, damit es von vorne richtig aussieht. Also ich gucke es mal in die Kamera. Oh Gott, ich bin doch blind. Hier. Nächste Linie. Ey! Ey! Okay, ich muss wieder gucken, dass die sich optisch verbinden. Das ist echt nicht so einfach. Wir müssen jetzt natürlich noch dieses kleine Rad zum Öffnen malen. Kreis, dann ein größerer außenrum. Das kitzelt so heftig. Ich bin fast durch. Wie heftig, dass das gerade mein Gesicht ist. Mhm. Willkommen in meinem Alltag im Foto. Jo, was geht? Elli aus dem Schnitt hier. Mir ist erst später aufgefallen, dass ich diese kleinen Kreise an der Tür, also diese kleinen, nicht Schrauben, was auch immer das ist, diese Schrauben an der Tür vergessen habe aufzumalen. Das ist erst leider später aufgefallen. Deswegen haben wir es nicht mehr mitgefilmt. I'm sorry. Verzeiht mir bitte. Von der Tür geht ein Weg aus. Und der Rest wird jetzt angemalt. Ja, es kommt ganz gut hin. Der Weg ist so ein dunkelgrün. So ein komisches, leicht khaki-dunkelgrün. Das mische ich jetzt auch mal schnell zusammen. Und darauf liegen hellgrüne Steine. Das malen wir natürlich auch noch. So, ich muss die jetzt noch ein bisschen shaden. Hm, dunkel.
So, wir müssen die so alle noch umranden, das ist das einzige Problem. Wie wär's, wenn wir an Maggis fahren und im Chess Krabbenburger? Ach ja, der Sand hat ja auch noch so kleine Punkte drin. Yes. Fucking Ananas. Ich wusste, dass aus mir mal was im Leben wird. Oh, habt ihr schon mal eine Kinder Ananas gesehen? Jetzt schon? Die Blumen haben wir hier. Oh. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich die gemacht habe. Hi. Guck mal, ich sitze hier mit meinen Vorbereitungen und du so. Ich mache jetzt diese kleinen Blümchen, die sehen so aus. Und ich habe hier so Draht. Wow, ich sah noch nie so schimmlich im Internet aus. Kennt ihr diese Dinger hier noch? Wie heißen die? Ich weiß es nicht mehr. Aber Mann, da hat man so... Gesagt. Da hat man so... Scooby-Doos. Scooby-Doos. Ja, da hat man früher so Armbänder mitgemacht. Und daraus mache ich jetzt die Blumen. Also, ich habe jetzt hier den Draht. Und den stecke ich jetzt erstmal in das kleine Mini-Loch. Was hier ist. Und was wir jetzt machen ist, ich fange jetzt an, diese Dinger zu formen. Diese Blütenblätter, sage ich mal. Dann so ein Loop. Und dann mache ich so eins, was ein bisschen enger zusammen ist. Und das mache ich 5-mal. Ich brauche 5 Loops. Mhm. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Ecken. Und dann schneide ich das bei der Hälfte circa ab. Und jetzt schneide ich hier den Draht ab, aber lass auf jeden Fall so ein Stück... So, wir haben jetzt hier so ein Stück Draht raushängen. Jetzt biege ich mir das so ein bisschen zurecht, damit ich die zwei verbinden kann. Boop. So, und dann kann ich den Rest verbiegen, wie ich es haben will. So sieht das Ganze aus. Wir machen jetzt ganz viele davon und dann gehen wir wieder zurück zum Make-up. Okay, ich versuche es zuerst mit der Orange und hoffe, dass sie klebt. Drück mir die Daumen. Ist dein Gefühl? Klebt, oder? Okay, während das ein bisschen antrocknet, male ich jetzt schon mal schwarz. Oh! Uns fehlt natürlich noch was ganz, ganz, ganz Wichtiges. I'm gonna crown you the Ananas Queen. Call me a queen, bitches. Es fehlt jetzt noch was ganz Wichtiges. Und ich muss sagen, das Endergebnis seht ihr jetzt. My hand is a dolphin. Du dich mal so richtig sehen, weil du hast es noch nicht richtig gesehen, ne? Nee, hab ich jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen. Okay, here you go. Oh mein Gott, warte, ich muss erst mal ein Auge öffnen. Welches noch mal hier? Beide, aber nur bei mir sieht man es, bei ihr nicht. Hier da hinten steht meine Mutter, da steht Nico, die lachen sich alle einen ab und ich versuche hier ernst zu bleiben. Ich muss einfach mal heulen. Fühlst du dich wohl? Ja, mega. Das ist, als wäre ich schon immer nah daran gewesen. Krasser Scheiß, Mann. Guck dir diese Frisur an. Ja, ich würde mal sagen, das war auf jeden Fall mehr als erfolgreich, oder? Ja. Es tut mir schon fast weh, das wegzumachen. Mhm, ich auch, habe ich mir auch gedacht. Gar nicht. Wir haben überlegt, nochmal in McDrive zu fahren. Ja. Bestell eine Apfeltasche. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle reicht das. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen, es ist gerade Mitternacht und sie hat sich richtig gut geschlagen. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Mm. Ich würde mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich denke jetzt so, oh wow, oh mein Gott. Ich sehe wieder was, verdammt. Hey, Achtung. Oh, oh nein, du Fresse. Zieh, ist okay. Au. Du hast gesagt, ich soll ziehen. Oh, was? Oh, hey. Das war mega geil. Okay, krass.